An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich zwei zusätzliche Podiumsteilnehmer begrüßen. Thomas Knecht von Arma Swiss. Er ist Vizedirektor und leitet dort den Kompetenzbereich Einkauf und Kooperationen. Und Bruno Gigi, möchtest du vielleicht auf diese Seite? Bruno Gigi ist auch aus der Bundesverwaltung und ist dort Leiter des Beschaffungswesens Bund und Rechtsdienst beim BBL. An dieser Stelle noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir hatten ursprünglich noch zwei Damen eingeladen, die auch schon zugesagt hatten. Leider wurde das in den letzten zwei Wochen wieder annulliert. Wir haben deshalb leider jetzt ein All-Male-Panel. Aber ich hoffe, Sie verzeihen das. Mit Frau Wühl-Annenherd war doch eine wichtige Frau schon an Bord. Und ja, deshalb erlaube ich mir jetzt als nächstes in dieser Männerrunde das Gespräch zu moderieren. Ja, wir haben es gehört von Marc Steiner. Das neue Gesetz will einen Kulturwandel. Mehrfach wurde das VBS erwähnt. Thomas Knecht, kannst du uns kurz ein paar Dinge aus deiner Perspektive nennen? Also wie gut lassen sich diese Erwartungen mit dem neuen Gesetz tatsächlich umsetzen? Weil du bist ja dann letztlich verantwortlich und musst dann operativ ja, alle diese legislativen und exekutiven Wünsche umsetzen. Wie sieht das konkret aus? Und ich glaube, sie lassen sich sehr gut umsetzen. Die neuen Vergabekulturen, die angesprochen wurden von den beiden Referenten vorhin, die entsprechen durchaus auch den Bemühungen, die wir in den letzten Jahren vorangetrieben haben. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass jetzt die Vollzugshilfen dann rasch entstehen auf allen föderalen Ebenen, damit wir auch unseren Beschaffenden die Instrumente in die Finger geben, um dann erfolgreich diese Absichten umzusetzen. Ich bin sehr froh auch, dass das eine oder andere Verfahren jetzt doch deutlich klarer im Gesetz und in der Verordnung Niederschlag gefunden hat. Ich denke insbesondere in der IT-Beschaffung ist es zwingend notwendig, dass wir neue Wege gehen. Und dort werden wir sicher mit den beiden Verfahren, die angesprochen wurden, sicher unsere Erfahrungen machen müssen, zusammen mit Ihnen, mit der Industrie, in den nächsten Monaten. Vielen Dank. Jetzt ganz konkret, wie ist dann der Markt? Also kann der Markt jetzt alles Elektrofahrzeuge liefern oder alles so nachhaltige IT-Geräte? Wie einfach ist das? Ja, einfach ist es nicht, oder? Gerade bei den Fahrzeugen haben wir diese Erfahrung jetzt gemacht. Der Markt benötigt etwas Zeit, um sich an diese neuen Bedürfnisse auch zu gewöhnen, die Produktionsstätten umzustellen und auch die Lieferfristen entsprechend niedrig zu halten. Aber ich denke, es ist der richtige Weg. Man muss die Nachfrage so steuern, damit eben die Produzenten dann auch diese Anforderungen umsetzen. Das heißt, also der Staat hat auch Zeichen, kann auch Zeichen setzen, wenn es um diese öffentliche Beschaffung geht. Absolut. Vielen Dank. Wie ist Bruno Gigi als Stimme des BBL, des, in dem Sinn des ganzen anderen IT- oder überhaupt öffentlichen Beschaffungsspektrums. Ihr habt diese bundesrätliche Strategie, die Marc Steiner angesprochen hat, sicher auch als Leitbild. Wie ist bei euch dieser Wechsel aufs neue BÖP und FÖP angelaufen? Ja, merci. Also ich muss schnell korrigieren, du hast mich befördert. Ich bin nur Leiter des Kompetenzzentrums Beschaffungswesen. aber da kann ich sagen, aus der Beratung und der Schulung, dass das eigentlich seit Verabschiedung des neuen Gesetzes angelaufen ist, dass die Schulung nach neuem Recht läuft, dass die Hilfsmittel erstellt werden, von uns auf operativer Ebene, von den Strategieorganen auf strategischer Ebene. Also da ist vieles schon gegangen und jetzt dieses Jahr gilt es ja ernst und ich glaube, die wichtigsten Themen und Personen, die konnten am 01.01.2021 geschult starten und haben insofern das Rüstzeug, das Thomas vorher erwähnt hat. Es wird weitere werden erarbeitet. Was jetzt, denke ich, wirklich ansteht weiterhin, ist, dass die Gespräche mit den Branchenverbänden, auch mit der IKT selbstverständlich,
dass die weitergeführt werden, dass da die Bedürfnisse der IKT-Branche und eben auch die der Vergabestellen ausgetauscht werden, und zwar regelmäßig, damit wir da gerade beim Festlegen neuer Instrumente, wie jetzt zum Beispiel dem Wettbewerb und den Studienaufträgen auch im Bereich IKT, da wirklich eine Praxis entwickeln können im Bund, aber eben über alle drei föderalen Ebenen hinweg, die dann auch greift, die machbar ist, die dann insbesondere eben auch für KMU machbar ist, von den Aufwänden her und von den Inhalten her. Vielen Dank. Du hast diese Branchenspräche angesprochen. Kannst du uns kurz etwas dazu sagen? Also wie läuft das konkret ab? Wer spricht mit wem über welche Beschaffung und welchen Zuschlag? Ja, nein, so konkret ist das nicht. Also vielleicht doch, weil wir sprechen mit Swico, also sie organisieren quasi die Branchenseite in der IKT und laden da nach ihrem Gutdünken die Leute ein, die sie eben ein Anliegen haben oder die sie vertreten haben möchten an diesem Gespräch. Von unserer Seite sind Vertreter der Strategieorgane, also jetzt insbesondere BKB dabei und daneben von ganz vielen Fachstellen, Nachhaltigkeit und so weiter, die da mitreden. Und Themen sind eben, ja, was läuft gut, was läuft noch nicht so gut, wie könnte man es verbessern und eben neue Instrumente, wie müsste man die aufgleisen. Und bisher hat das, denke ich mal, sicher mal gezeigt, Gesprächsbereitschaft und Bedarf, dass man miteinander spricht. Inhaltlich, denke ich, muss man ganz klar noch abtiefen. Ja. Okay, also wir werden jetzt nicht einzelne Beschaffungen in dem Sinn ansprechen, aber von dem her haben wir heute sicher auch noch Zeit, im Laufe des Tages auf konkrete Beispiele einzutreten. Ja, jetzt nochmal die Frage zurück an dich, Marc. Du hast ja in diesen ganzen letzten 10 Jahren das Beschaffungswesen einiges geprägt, kann man durchaus sagen. Zumindest an diesen Veranstaltungen hast du dich immer sehr gut ausgedrückt. Jetzt dennoch die Frage eben, wie geht es weiter? Dein Titel war ja Spurenlese. Wie soll es dann weitergehen? Also gibt es noch Steigerungsmöglichkeiten? Könnte man noch etwas verbessern überhaupt? Also wie gesagt, wir müssen noch in weiteren Themen verbindliche Weisungen bekommen auf Bundesebene, damit wir da von den Bequemlichkeiten in den Change kommen. Das ist sicher der erste Punkt. Und das zweite ist, was Bruno Gigi gesagt hat, oder? Die große Chance ist der Dialog mit der Branche. Die Akteure haben ja eine Heidenangst vor Vorbefassung, darum wollen sie auch nicht mit einzelnen Anbietern da quasi die Dinge zu tief erörtern. Aber wenn man das eben mit ganzen Branchenverbänden macht und gewisse Transparenzregeln einhält über das, was besprochen worden ist, dann ist das eben eine Riesenchance. Und das ist vor allem in der IT-Beschaffung so. Wenn Sie schauen, was in Deutschland abgeht, da geht Ilse Benecke, die Chefin der Fachstelle nachhaltige Beschaffung, und die ist übrigens nicht irgendwo im BAFU oder im SECO, sondern im BBL im Deutschen drin, die Nachhaltigkeitsfachstelle, und da geht's ins Mainstream, und die Dame macht das so, dass sie Bitkom, den deutschen IT-Branchenverband, nimmt und sagt, Leute, wir haben im Nachhaltigkeitsbereich folgende Ziele, bereitet euch schon jetzt darauf vor, in 2 Jahren wird das zwingend, oder? Das heißt, es gibt dann auch Planungssicherheit und den IT-Verbänden wird auch die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern, was realistisch ist und was nicht. Und dann geht es richtig vorwärts. Also die deutsche IT-Beschaffungs-Nachhaltigkeitsdialogprozedur BITKOM, Bundesministerium des Innern, das ist ein absolutes Best-Practice-Example. Da kann ich den Leuten von Swico und der Bundesverwaltung nur empfehlen, ganz genau hinzuschauen. Sehr gut, vielen Dank. Swico wird jetzt ganz viele neue Mitglieder kriegen nach diesem heutigen Tag, die sich da einbringen werden, denke ich.
Ja, spannend. Jetzt vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück zu dem Thema nachhaltige Beschaffung. Das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen, kann man sagen. Hand aufs Herz, jetzt so IT-Beschaffungen, oder? Ich meine, was kann man da konkret Nachhaltigkeitskriterien konkret ausdrücken? Also, wir haben Nachmittag, ist noch eine Fachsession, aber es ist doch schon einfacher, wenn man einfach Catering, Fairtrade, Bio beschafft, als jetzt irgendwelche faire Mäuse. Oder was kann man da Fairtrade überhaupt machen? Also gut, ich will nicht in Sessions vorgreifen, aber ich habe vorher in meiner Rede die Stefan Zweili Bitstandards für Hardware erwähnt, oder? Also IT-Hardware, das hat natürlich eine riesen Lieferkette und das hat eine ganz massive Öko- und Sozialbilanz, oder? Und das Erste ist, dass man schon mal gewisse Transparenz an Erfordernisse überhaupt stellt und sagt, ich will wissen, was drin ist. Und das Zweite ist, dass man anfängt, Vorgaben zu machen. Stefan Zweili hat wie das Umweltthema noch nicht gesetzliches Minimum war, das einfach als technische Spezifikation genommen und gesagt, über das diskutieren wir jetzt nicht mehr. Und meine Idee ist, dass es jetzt dazu eine Weisung gibt, die sagt ganz klar, das sind jetzt künftig die Hardware-Standards. Das wäre ein erster Schritt. Aber wenn Sie zum Beispiel Rechenzentren haben, dann können Sie auch sagen, wie ist die Energiebilanz eines Rechenzentrums, da kann ich auch was machen. Da kann ich auch die Intelligenz der Systeme daraufhin designen, dass sie da optimale Auswirkungen haben. Und natürlich gibt es auch die ganzen IT-Sicherheitsthemen. Also wenn ich sage, ich brauche zum Beispiel für gewisse Daten gewisse Sicherheitsvorgaben, das sind Dinge, die früher nicht so interessiert haben und heute haben alle gemerkt, wie wichtig das ist, oder? Die Nachhaltigkeit ist ja auch eine Einladung, die Dinge ganzheitlich zu sehen. Und da geht es nicht, ob jetzt im einzelnen Kabel die Ökobilanz optimal ist, sondern was wir zuerst üben müssen, ist die ganzheitliche Sicht auf das Tableau und dann fallen uns die Dinge automatisch ein, die es braucht, um die Sinnfrage richtig zu beantworten. Okay, sehr spannend. Also Chancen im IT-Hardware-Bereich, auch insbesondere im Energieumfeld. Ich würde gerne ein weiteres spannendes Thema anschneiden. Und zwar mit Bruno Gigi teilen wir schon lange die Leidenschaft zum Thema Freihänder, uns zu unterhalten, oder? IT-Freihänder ist so ein Thema. Frau Amherd hat das angesprochen. Das neue Gesetz erlaubt mehr Möglichkeiten für Freihänder. Kannst du uns dazu etwas sagen? Also ich habe mal die Zahlen recherchiert. Eben im ersten Halbjahr hat die Bundesverwaltung etwa 270 Millionen an freihändigen IT-Beschaffungen gemacht schon. Wird jetzt noch viel mehr IT-Freihänder machen oder was ist da in Planung? Ja, wenn du von Leidenschaft sprichst, muss ich sagen, oder kann ich immer wieder dieselbe Antwort geben? Ich sage mal, in dem Bereich ist ja schon lange ein politisches und mediales Augenmerk, oder? Umso mehr, das hat man schon vor dem neuen Recht gecheckt, muss man da wirklich sauber diese Prozesse abwickeln und diese Ausnahmetatbestände ausführlich begründen. Und gerade im IT-Bereich, oder? Das kommt auch in diesen Branchengesprächen zur Diskussion. Da wurde sogar schon gesagt, ja, hier wäre doch besser gewesen, ihr hättet nicht noch alle bemüht und wärt direkt auf diesen und diesen Anbieter zugegangen. Klingt immer so süffig, ja, die machen Freihänder und das ist kein Wettbewerb und darum verpönt und nicht gut. Ich muss es immer wieder sagen, es gibt Ausnahmetatbestände, die eben auch wirtschaftlich und von der Governance her sinnvoll sind, dass die freihändig vergeben werden, gerade wenn wir auch volkswirtschaftliche Aspekte einbeziehen. Selbstverständlich ist es immer besser oder soll man auch immer wieder Wettbewerb herstellen. Aber gerade wenn wir jetzt von Lifecycle und Lifecycle Costs sprechen und gerade zum Beispiel im Softwarebereich, weiß nicht, ob du mir definieren kannst, was ein Lifecycle einer Standardsoftware ist.
dann stellen sich eben schon Fragen, wo hört es dann auf, wann soll man wirtschaftlich und technisch und aber auch von Marktüberlegungen her wieder mal einen Wettbewerb veranstalten. Weil das heißt dann, man muss von Anfang an überlegen, wie lange soll diese Software im Einsatz sein, bis sie amortisiert ist, bis die Migrationskosten amortisiert sind, dass man sagen kann, da kann man auch besonders bei tiefen Layern das wieder mal rausreißen und alles erneuern. Das hat nämlich sehr viele Folgekosten. Und darum eben, es gibt gute Gründe, Freihänder zu machen. Ob es in diesem ganzen Umfang immer gerechtfertigt ist bis ins Letzte, das will ich nicht behaupten, aber ich kann sagen, was bei uns vorbeikommt, wird eingehend geprüft. Vielen Dank für deine Antwort. Eben, das heißt, IT-Branche ist gar nicht mehr so kritisch zu den Freihändern. Meistens kriege ich dann Anrufe, ja, wenn sie dann eben nicht gekriegt haben, die jeweiligen Firmen. Wenn man denn einen Freihänder kriegt, ist ja nicht so schlimm, oder? Das ist so eines der Themen, die uns rumtreiben. Bevor ich werde noch weitere Fragen gerne stellen, aber schon mal als Ankündigung an Sie. Nachher würde ich dann gerne auch Fragen aus dem Publikum entgegennehmen und weitergeben an die Panelisten. Ich möchte dich noch ein Thema ansprechen. Eines der Verfahren, das jetzt auch mit dem neuen Gesetz etwas angepriesen wurde, ist ja das Dialogverfahren. Und ich kann mich erinnern, wir hatten vor ein, zwei Jahren oder zwei, drei Jahren war es schon, glaube ich, auch hier das Thema des CMS, VBS, das, glaube ich, in einem Dialogverfahren damals vergeben wurde, aber das war doch nicht ganz so ideal, oder? Jetzt werdet ihr weiteren Dialogverfahren anstreben? Wo? Wo macht es Sinn? Wo weniger? Was ist das überhaupt? Ja, vielen Dank. Dieses Verfahren ist ja kein neues Verfahren. Wir kennen es, wie du es gesagt hast, schon seit einigen Jahren. Es kann sich eignen unter bestimmten Voraussetzungen, wenn es doch sehr komplexe Beschaffungen sind, wo man nicht in der Lage ist, die Gedanken oder Anforderungen, die wir haben, auf Papier zu bringen und dann selbstsprechend der Anbieter ein Angebot erstellen kann. Also wenn der Dialog notwendig ist, und ich bin der vollständigen Überzeugung, dass er immer mehr notwendig sein wird, dann werden wir des Öfteren entweder das Dialogverfahren wählen oder dann eben auch die Studienaufträge. Studienaufträge, die sich gut eignen, wenn der Beschaffungsgegenstand nicht abschließend klar ist, wenn die Technologien, die wir einsetzen wollen, neuartig sind. Ich bin überzeugt, dass wir uns dieser Verfahren des Öfteren bedienen werden in der Zukunft. Wo siehst du die Grenzen? Also wo macht es vielleicht weniger Sinn, jetzt auf diese aufwendigen Verfahren anzuwenden? Ja, die Grenzen liegen dort bei mir, wenn wir genau wissen, und Frau Bundesrätin Amendi hat es gesagt, wir müssten eigentlich wissen, was wir benötigen, und wenn wir in der Lage sind, ganz genau zu spezifizieren, wie ein System oder ein Gut oder eine Dienstleistung, die wir einkaufen, auszusehen hat, dann werden wir bestimmt keine aufwendigen Verfahren wie Dialoge oder Studienaufträge einsetzen. Sehr gut, vielen Dank. Also das ist schon mal eine Ankündigung an die nächsten Ausschreibungen, die da von Seiten VWS kommen könnten. Ja, jetzt von Ihrer Seite haben Sie die Möglichkeit, wichtige Protagonisten im öffentlichen Beschaffungswesen des Bundes zu fragen, Kommentare abzugeben. Wer wagt es, als erstes das Eis zu brechen? Vielleicht eine Frau? Zur Abwechslung wieder. Sehr gut, Karen, das finde ich sehr schön. Sind wir gespannt. Ja. Vielen Dank, Karen Bennett. Ich habe eine Frage an dich, Bruno Gigi. Wir haben gehört von Marc Steiner, dass es auch darum geht, die Vergabekultur zu ändern. Wie gedenkt ihr im BBL, die Vergabekultur zu ändern mit euren Leuten? Also diesen Schlenker am Schluss habe ich überhört. Nein, also ist schon klar, also du fragst nach BBL, aber ich glaube, das ist ein generelles Thema, wie, sag jetzt mal, seit Jahren eingeschliffene Denkmuster und Vorgehensweisen, wie ändert man die? Umgekehrt muss man sagen, es wird wirklich vieles sehr grundlegend durcheinander geschüttelt. Beim BBL
rein organisatorisch. Es werden viele strategische Fragen gestellt. Und vor allem diese Diskussion, also unser Direktor ist auch der Vorsitzende der BKB und der KBOB, der war an den parlamentarischen Sitzungen dabei, er war vor allem auch bei den Kommissionsdiskussionen dabei, der hat sehr genau begriffen, was die Anliegen der Politik sind. Und ich glaube auch die weiteren in der BKB vertretenen Direktoren haben das auch sehr genau begriffen. Das heißt, etwas Wichtiges, was Marc, glaube ich, zumindest gehört zu haben, gesagt hat. Wichtig ist, dass jetzt diesen Mut, den es braucht, diese neuen Ideen, da gehen wir jetzt in ein Experimentierlaboratorium seitens Vergabestellen, aber auch seitens Anbietern. Da braucht es ein klares Commitment, angefangen beim Bundesrat, der das gemacht hat mit der Umsetzungsstrategie, die bis 2030 geht und die auch kontinuierlich überprüft wird, 25 und 30. Die Weisungen von maßgeblichen Beschaffungsstellendirektoren, die vorgeben, wie die Strategie ist und wie das gemacht werden soll. Das ist alles mal schon vorhanden, aber jetzt, wenn es um die einzelne Ausschreibung geht, da geht es dann wirklich darum, wenn es zu entscheiden gilt, ja, machen wir jetzt einen Studienauftrag, wo noch wenig Wissen vorhanden ist, dass aber eben Innovation durchaus vom Markt abgeholt werden könnte, die nicht vorhanden ist in der Bundesverwaltung, je nachdem, dass man das macht und dass man das Risiko eingeht, dass das halt das erste Mal nicht so toll läuft und dass das vielleicht angegriffen wird. Dieses Commitment braucht es und kalkuliertes Risiko, nicht jetzt irgendwas wursteln, wie du gesagt hast, aber doch den Mut haben, auch mal Fehler zu begehen. Und ich glaube, dieses Commitment wurde von Bundesrat Maurer schon in der parlamentarischen Debatte gegeben. Bundesrat und Strategieorgane ziehen das weiter. Und jetzt ist es wichtig, dass eben auch die ganzen Linien das weiterziehen der Vergabestellen. Und dann eben wurde auch gesagt, Schulung ist wesentlich. Also die Einkäufer, also alle Beschaffungsbeteiligten, ist ein multidisziplinäres Thema, die müssen geschult sein, die müssen wissen, dass das jetzt, wenn wir von Chancen reden des neuen Rechts und wenn wir sagen, was ist wirklich neu, dann glaube ich, ist das wirklich die Neuerung, dass man das jetzt will, politisch will und dass es auch abgestützt ist politisch. Und dann kann man es wagen. Und dann kann man von dieser Wand, der man entlang geschlichen ist bisher, sich entfernen und in den Raum stehen. Okay. Und das denke ich. Und da spüre ich schon den Willen und auch das Interesse, weil es wurde schon länger gesagt, ja, es wäre schön, wenn. Und jetzt, denke ich, sind die Grundlagen geschaffen. Sehr gut. Merci vielmals für deine auch konkreten Antworten auf diese anspruchsvolle Frage von Karen. Bennett, von dem her ganz vielen Dank. Wir fragen weiter in die Runde oder möchten Sie weitere Fragen stellen zum Thema öffentliche Beschaffung, das neue Beschaffungsgesetz? Sie haben gesehen, man kann auch sehr kritische Fragen stellen. Darf auch wieder ein Mann. Genau, sehr gut, vielen Dank. Nadi Kantscher vom EWZ. Ich habe eine Frage zu Artikel 12. ja, also die Anforderungen müssen an Subunternehmer weitergegeben. Wie definiert ihr Subunternehmer? Sind da auch Lieferanten drin oder sind das nur solche, die einen customized Beitrag an eine Leistung bringen? Also meine Frage geht dahin, werden sozusagen wie Rohstofflieferanten davon ausgeschlossen, dass man die Anforderungen da weitergibt? Oder wie weit gebt ihr die Anforderungen in der Lieferkette runter? Möchtest du einen Richter oder eine Beschaffungsstelle hören? Ein bisschen beides. Geht beides. Oder von deiner Seite?
Ja, ich beginne doch mal, weil das Thema treibt mich seit etwa 10 Jahren sehr um, weil wir unter anderem in meinem Bereich für die Beschaffung von Ausrüstung und Bekleidung verantwortlich sind. Aber die Analogie zur ICT lässt sich, glaube ich, problemlos herstellen. Ja, die Idee ist schon, dass wir die vollständige Transparenz der Ketten bei uns sehen. Also, dass deklariert wird, wer welchen Anteil an der Leistungserbringung, aber auch an der Lieferung von Rohstoffen ausmacht. Und wir gehen noch einen Schritt weiter und wir verlangen auch, dass diese sämtliche Kriterien einhalten, die der Anbieter auch einhält. Also es ist wesentlich und im neuen Gesetz werden wir ja dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass dies nicht nur zu Beginn der Eingabe des Angebotes stattfindet, ja, sondern eben auch während der Leistungserbringung. Und das ist der wesentliche neue Teil, der drin ist, der uns als Beschaffungsstelle vor ziemlich große Herausforderungen stellt, dies während der ganzen Periode der Herstellung sicherzustellen. Also wir wollen die vollständige Transparenz. Vielen Dank. Noch eine Ergänzung von eurer Seite? Also ich denke, die Absicht ist ganz klar. Nachher die Feasibility, die Machbarkeit, die muss man dann im Einzelfall anschauen. Gerade eben diese Kontrollen, wie das gemacht wird. Ich denke, das sind die großen Themen, die eben auch in diesen Arbeitsgruppen zu diesen Themen Nachhaltigkeit bearbeitet werden jetzt. Nochmal, wir sind halt immer noch relativ am Anfang oder für viele Beschaffungsstellen relativ am Anfang, haben also wir es da sicher schon weiter, wie man das jetzt macht und machen kann. Und da werden Wege gesucht und sicher auch gefunden. Und wenn da auch die Branche einen Beitrag leisten kann in diesen Gesprächen, wie gesagt, noch so willkommen. Ich ergänze das gerne dahingehend, dass aus der Sicht der großen Politik des Parlaments geht es ja darum, jetzt echt die Lieferkette zu adressieren. Oder in den Nachhaltigkeitsempfehlungen 2014 wurde erstmals gesagt, es wäre schön, wenn das auch durch die Lieferkette ginge. Und das haben wir jetzt ganz bewusst im Gesetz. Das heißt, klammern Sie sich nicht an der Differenzierung Subunternehmer und Lieferanten fest, sondern sehen Sie die große Logik des Gesetzgebers, der die ganze Lieferkette adressiert. Und dazu gibt es in den ersten Nachhaltigkeitsempfehlungen auch einen schönen Hint. Was wir vor allem brauchen, sind die risikorelevanten Teile. Also dort, wo wir schon wissen, dass besondere Risiken drin sind. Ich meine, Thomas Knecht, ich muss dir nichts über Textilbeschaffung erzählen. Das ist dein Metier. Und du weißt genau, wo da die Risiken liegen. Und der wird sich nicht 100 Tage im Jahr fragen, was ist jetzt Subunternehmer und was ist Lieferant, sondern vom Reputationsrisikomanagement her gesehen sagen, wo sind die Risiken? Und zu diesem Approach möchte ich Sie gerne ermuntern. Sehr gut, merci. Das ist eine spannende Frage in dem Fall. Keine einfachen Antworten. Weitere Fragen aus dem Publikum? Jawohl, sehr gerne. Ja, super, jetzt langsam läuft. Das gefällt mir. Da vorne noch mal schnell die Hand hoch. Adriano Moser, simo.ch. Frau Amherd, Bundesrätin Amherd, hat vorhin gesagt, dass man die Verfahren beschleunigen will, dass es eine Absicht ist des Bundesrates. Jetzt haben wir im neuen Gesetz zum Beispiel das Dialogverfahren. Ist das nicht gerade kontraproduktiv? Wie sind die Erfahrungen bei dir, Bruno Gigi, oder bei Ihnen, Herr Knecht? Ja, also ich glaube, wenn man von Beschleunigung von Prozessen spricht, dann meint man natürlich nicht, dass man jetzt einfach die schnellsten Verfahren wählt, obwohl es nicht die, sage ich mal, angemessensten und zielführendsten sind. Also Dialogverfahren oder Studienaufträge, Wettbewerbe macht man und wird man machen, wenn das wirklich eben so ist, dass man Innovation abholen will oder Wissen generell gesagt, das auf dem Markt vorhanden ist oder möglicherweise vorhanden ist und genügend breit die Bewertungsmatrixen macht, dass die verschiedenen Lösungswege, die zum Ziel, zum Bedarf, zur Bedarfsdeckung führen, eben da
einen Zuschlag erhalten können. Ich denke, das ist die Zukunft. Und wenn man von Prozessbeschleunigung spricht, meint man, dass es keine unnötigen Verzögerungen gibt, die eben beispielsweise in der Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen liegen, die vielleicht eben auch an Medienbrüchen liegen, indem man sagt, ja, man kann jetzt halt in Gottes Namen noch nicht alles digital abwickeln, obwohl das ja das Ziel ist, wissen Sie, oder weißt du bestens mit CIMAP. Also von dem her, ist das gemeint, wenn man von Prozessbeschleunigung spricht? Eben auch Gerichtsferien abgeschafft. Das ist auch etwas, was das Bundesverwaltungsgericht auch immer wieder sagt, diese Prozessbeschleunigung. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und meine Erfahrung ist, dass es da natürlich Luft nach oben gibt, aber dass da jetzt wirklich hart daran gearbeitet wird bei den laufenden Reorganisationen, Digitalisierungsprojekten, insbesondere auch digitale Projektabwicklung. Okay, schnellere Verfahren, dank keine Fäden mehr für Mark. Wie geht es von deiner Seite? Wie siehst du das mit den beschleunigten Verfahren? Ja, ich teile die Beurteilung von Bruno Gigi. Es ist nicht das Verfahren an sich, das die Beschleunigung bringt. Ich bin überzeugt, dass wir in unseren Arbeiten, die wir sowohl intern zu bewältigen haben mit den diversen Stellen, den Bedarfsträgern, dort wesentliche Fortschritte machen müssen. Wir müssen näher an den Bedarfsträger ran. Wir sind zum Teil zu weit weg als Beschaffungsstelle. Und wir müssen sie befähigen, ihre Anforderungen so niederzuschreiben, dass wir dann an sie treten können und dann vernünftige Projekte lostreten können. Also es ist nicht das Beschaffungsverfahren, das wirklich das Problem ist, das meine Beurteilung. Ja, Frau Amherd. Ja, besten Dank, mische mich halt auch noch gerne ein, um selber zu sagen, was ich gemeint habe. Also gemeint ist natürlich, sind vor allem unsere internen Prozesse und die politischen Prozesse. Wenn wir das, kann Herr Knecht bestätigen, bei IT-Projekten beispielsweise, bis alle internen Stellen und so weiter begrüßt sind, abgeholt sind, bis der parlamentarische Prozess durch ist, ist das Produkt, das wir beschaffen, oft schon veraltet, wenn wir es dann einsetzen. Und da haben wir natürlich ein großes Potenzial. Und deshalb haben wir jetzt, ich habe gesagt, wir haben unsere Beschaffungsabläufe im Departement von einer externen Stelle beurteilen lassen. Und da wurden Empfehlungen gemacht. Und eine Empfehlung geht in die Richtung, dass wir die parlamentarische Beratung verändern. Dass wir nicht mehr eine Armeebotschaft machen, wo jedes Detailprojekt enthalten ist, wo das Parlament dann im Detail diskutiert, ob jetzt ein Radpanzer besser ist als einer mit Raupen beispielsweise, sondern dass wir in Richtung eines Fähigkeitsdialogs gehen, wo das Parlament strategisch mitdenkt und vorgibt beispielsweise, was soll die Armee für Fähigkeiten haben? Was muss sie können? Was soll sie erfüllen? Und aufgrund dieser strategischen Ausrichtung können wir dann intern die Beschaffungen beschleunigen, indem wir eben nicht für jedes Detail wieder in die Kommission, ins Parlament gehen müssen und dort ein Jahr verlieren. Das haben wir jetzt beschlossen. Der Bundesrat hat dem so zugestimmt, dem Antrag des VBS, dass wir in diese Richtung Fähigkeitsdialog gehen. Und da erhoffe ich mir natürlich schon einiges. Und das werden wir auf die nächste Legislatur dann einführen. Ist auch nicht ganz risikofrei und sicher nicht ganz einfach, aber wir machen das jetzt mal und ich bin überzeugt, das ist ein Gewinn. Ganz vielen Dank für die Ergänzung, das ist ein spannender Einblick in diese Umsetzung. Ja, wir fahren weiter. Weitere Fragen aus dem Publikum? Bis da drüben, genau, geht es eine Weile. Aber von dem her haben wir auch noch ein paar Minuten Zeit bis zur Kaffeepause. Stefan Müsemann, IPT. Im neuen Gesetz steht ja etwas zum Price Dumping. Das wurde hier auch schön hervorgehoben. Mich interessiert, wie das in der Praxis gehandhabt wird. Also es gibt ja jetzt erste Ausschreibung. Und ab wann gilt ein Angebot als Dumping und was passiert dann?
Also ich nehme mal die Erschaffungsstellen dran. Ja, genau. Ich mache mal einen Antwortversuch. Es ist ja nicht ein ganz neues Thema, dieses Dumping. Das gab es ja, das gab es vorher schon, also musste beurteilt werden. Nur, sage ich mal, nach altem Recht war da, und gerade auch Rechtsprechung dazu, war das relativ, musste da sehr viel passieren, bis man da einen ungewöhnlich niedrigen Preis, ich sage jetzt mal, das zu einem Ausschluss geführt hat. Also wenn das einigermaßen gut von dem Anbieter nachgewiesen werden konnte und die Vergabestelle eben auch nachgefragt hat, dann hat man das gemacht und ja, also hat man, je nachdem das berücksichtigt, wenn es zum Zuschlag geführt hat, hat man dann gesehen, ob es wirklich verhebt, wie man so schön Schweizerdeutsch sagt, oder nicht. Jetzt sagt das Parlament, man muss das überprüfen und eben sagt auch hinten im 44, dass das zum Ausschluss führen kann. Also da hat man doch eben jetzt auch wieder politischer Auftrag, dass, und zwar von der Wirtschaft auch gewünscht, und die ganze Überprüfung mit den ZKs, Verlässlichkeit des Preises, Plausibilität des Angebots und so weiter, das hat alles diesen Hintergrund, dass man sagt, soll nicht jemand durch so einen tiefen Preis einen Auftrag ergattern können und dann während der Abwicklung dann da immer mit Nachträgen und das war nicht einberechnet und ja, das muss man jetzt noch machen, das wäre eigentlich Pflicht des Unternehmers gewesen, auch die Vergabestelle, den Vertragspartner generell darauf hinzuweisen, dass das nicht mehr oder zumindest stark weniger passiert. Und insofern gibt es da natürlich auch branchenunterschiedliche Auffassungen, was dann ein ungewöhnlich niedriger Preis ist, wie von welchem, sage ich jetzt mal, Benchmark man da ausgehen soll. Und gerade bei der Frage, wie setzt man das Zuschlagskriterium Verlässlichkeit des Preises um, sieht man das da rein rechnerisch Mittel aller eingegangenen Angebote, das sagt man, das ist der verlässliche Preis und alles, die tiefer sind, sollen gemäß einigen Modellen sogar noch bestraft werden, wo man sagen muss, ja, das ist innovationsfeindlich wie nur etwas, oder? Also da geht es wirklich darum, die aussagekräftigen Indikatoren rauszufinden. Aber eben überprüfen von ungewöhnlich niedrigen Preisen wird sicher schneller stattfinden als bisher und eingehender geprüft werden. So viel kann man, glaube ich, schon sagen. Da hilft vielleicht ein Blick in die Entstehungsgeschichte. Wir haben ja oft im neuen Beschaffungsgesetz europäisches Richtlinienrecht abgeschrieben, ohne es zu sagen, weil sich Europa im Moment politisch nicht so gut verkauft, oder? Und diese Preisdumping-Geschichte, das ist ein Exemplarbeispiel dafür, das geht zurück auf einen Vorstoß von Beat Flach, SIA, und der hat sich, das darf ich hier offenlegen, inspirieren lassen durch die europäische Richtlinie 2014, wo eben auch diese Preisdumping-Geschichte geregelt wird. Und in dem Kontext hat damals die Baulobby, ich war damals der Experte des Binnenmarktausschusses des Europäischen Parlaments, hat die Baulobby gesagt, wir wollen eine feste Größe, ab wann eine Dumping-Vermutung ausgesprochen wird, bei wie viel Abweichung vom durchschnittlichen Preis der Angebote. Die Baulobby wollte eine Formel. Und das Europäische Parlament hat ganz gewusst gesagt, wir machen keine Formel, weil das ist branchenspezifisch anders, oder? Ich bin relativ überzeugt, dass das im IT-Sektor anders aussieht als im Bausektor. Und darum hat der europäische Gesetzgeber, von dem wir ja inspiriert worden sind in dieser Bestimmung, ganz bewusst auf eine Formel verzichtet. Und ich weiß, das ist für die Rechtsanwendung ein bisschen schwierig, weil eine Formel wäre einfach. Aber dieser Verzicht ist ganz bewusst. Vielleicht doch noch schnell die naive Frage, aber wenn jetzt ich als Anbieter den Zuschlag nicht erhalten habe, sehe bei der Tabelle, da hat einer ein sehr niedriges Angebot gemacht, kann ich dann die Beschaffungsstelle darauf hinweisen, prüft das bitte mal. Oder wer macht das überhaupt? Also wer hat dann den Auftrag, wer ist verantwortlich für diese Dumping-Überprüfung?
Ja, also erstens mal wäre es natürlich eben eine Governance-Frage, dass man das sowieso etabliert, dass man das prüft vor dem Zuschlag. In der Beschaffungsstelle, genau. Wenn das aber nicht erfolgt und ein Anbieter der Auffassung ist, zu Unrecht nicht erfolgt, dann hat der natürlich, kann das eine der Rügen sein in einer Beschwerde gegen den Zuschlag. Ist justiziabel. Ja. Gut, also ich hoffe, das war soweit ausreichend für die Antwort. Weitere letzte Fragen. Wir haben noch 3 Minuten vor der lang ersehnten Kaffeepause. Ganz hinten, Alejandro, magst du joggen? Sehr gut. Meine Frage betrifft die Qualifikation des Beschaffungspersonals. Herr Bundesverwaltungsrichter Steiner hat zu Recht darauf hingewiesen, dass diese nötig ist und fokussiert werden muss, wenn das neue Recht im Sinne des Qualitätswettbewerbs umgesetzt werden soll. Auf Kantons- und Gemeindeebene merke ich aber, dass es schnell Widerstand gibt, wenn man mit Vorschlägen kommt, dass die Beschaffenden auch Ausbildungsnachweise vorweisen sollen oder sich eben nachweislich weiterbilden sollen. Das ist dann auch mit dem Vorwurf verbunden, ja, unsere Leute sind Praktiker, die brauchen nicht eine juristisch-akademische Ausbildung, sondern die brauchen Erfahrung und wir haben das ja schon seit 100 Jahren gemacht und das geht ja gut. Darum, interessanterweise haben sich auch die Berner Wirtschaftsverbände, ich komme aus dem Kanton Bern, in der Vernehmlassung so geäußert, dass man da nicht allzu viel Aufwand generieren sollte für die Ausbildung. Darum meine Frage an die Praktiker aus dem Bund, wie lösen Sie das im Bund? Wie stellen Sie sicher, dass ohne allzu viel Friktion Ihre Leute die richtige Qualifikation erhalten? Gute Frage aus dem Kanton Bern. Bruno, du bist ja auch in der Ausbildung tätig, oder? Weiterbildung. Also, vielen Dank erstens für die Frage und zweitens fürs Wort. Ich bin ja in zweierlei Hinsicht mit der Schulung befasst. Einerseits eben bietet ja das Kompetenzzentrum Beschaffungswesenbund Schulung für die Bundesangestellten an, eben im Beschaffungswesen von Basisausbildung bis Vertiefungskurse, Erfahrungsaustausche. Es gibt aber auch den Verein IAÖB, Interessengemeinschaft Ausbildung öffentliche Beschaffungen, die einen eidgenössischen Fachausweis, Spezialist öffentliche Beschaffung, auf die Beine gestellt hat. Dieses Jahr im November finden die ersten eidgenössischen Abschlüsse oder Prüfungen statt. Da bietet ja auch die Uni Bern die vorbereitende Kurse an, eben wir selbst und Procure, der Verband Procure bietet ebenfalls diese Kurse an. Das heißt also, da besteht ein breites Schulungsangebot für alle, sprich auch für Gemeinde- und Kantonsmitarbeitende, die mit Beschaffungen zu tun haben. Und dieses Angebot wurde genau deswegen auf die Beine gestellt, dass da eben, ohne dass die Kantone selbst das auf die Beine stellen müssen, ein Qualifikationslevel, ein hoher Qualifikationslevel, ein Schulungsangebot und eine Überprüfung stattfinden kann. Und das ist also zu sehr vernünftigen Preisen möglich. Und ich sage mal und empfehle auch immer, dass die Vergabestellen vermehrt das als Voraussetzung für, bei der Anstellung von Einkäufern zur Voraussetzung machen sollen eben. Aber ich kann mir auch vorstellen bei Beratern, dass man sagt, ja, da wäre es natürlich, die können diese Schulungen auch machen und diese Prüfung ablegen. Da wäre es natürlich auch hilfreich und zielführend, wenn diese Ausbildung hätten. Also da kann ich nur sagen, also wir selber, da ist es natürlich immer ein Plus, das läuft jetzt an, aber wird es ein Plus sein, wenn man diesen eidgenössischen Abschluss hat. Vielleicht. Ja, ich bin wirklich glücklich, dass wir jetzt diesen eidgenössisch anerkannten Abschluss haben für diese Ausbildung der öffentlichen Beschaffer. Und wir können es zwar noch nicht verlangen, wenn wir die Leute einstellen, aber es ist bei uns Pflicht, dass sie diese Kurse absolvieren in einer gewissen Zeit nach der Einarbeitung. Und zudem möchte ich hinweisen auf das Projekt Trias, oder? Sie haben die Gemeinden und Kantone erwähnt. Genau deshalb ist eben diese Vollzugshilfe so wichtig, dass auch in kleineren Einheiten, wo nicht ständig Beschaffungen durchgeführt werden oder zumindest nicht größere Beschaffungen, dass die auch eine entsprechende Unterstützung erhalten.
Ja, vielen Dank. Ganz kurzes letztes Statement, Mark. Wir müssen das natürlich sind die Angebote wichtig, aber wir müssen auch politisch ein Argumentarium haben, um die Akteure hier ins Boot zu bekommen. Ich darf zuerst sagen, dass der Städte- und Gemeindeverband sehr positiv eingestellt ist zu dieser ganzen Geschichte, inklusive Ausbildung. Die, die nicht positiv eingestellt sind, legen sich nicht Rechenschaft darüber ab, dass sie in über WTO-Schwellenwerte gehenden Vergaben vollkommen von Beratern abhängig sind, weil sie das Know-how nicht in-house haben. Das ist der erste Punkt. Wollen wir das? Und das Zweite, was ich diesen Akteuren auch noch sagen möchte, ist, wir müssen sowieso über die Organisation nachdenken. Also die Qualitätsansprüche des neuen Rechts können wir nur erfüllen, wenn wir für kleine Gemeinden Zweckverbände machen, die gemeinsam größere Beschaffungsorganisationen betreuen. Wir können doch nicht für 1500 Leute eine Beschaffungsorganisation haben, die Logik des neuen Rechts umsetzt. Da werden Zweckverbände entstehen müssen. Also die kommunalen Akteure müssen sich ganz klar sein, dass Change Management meint. Sehr gut, ganz vielen Dank für diesen Abschlussvotum. Change Management, das ist das, was wir jetzt auch hier praktizieren werden. An erster Stelle zuerst mal ganz herzlichen Dank, Marc, Bruno und Thomas, für eure Beiträge. Nochmal Applaus für die Herren. Applaus